Das Böse begrüßt euch recht herzlich zu einem neuen Projekt hier. Und wie ihr sehen könnt, handelt es sich dabei um The Legend of Zelda Link's Awakening in der DX-Variante. Sprich, das ist die Version für den Game Boy Color, glaube ich. Ja, die DX-Variante habe ich selber nie gespielt. Ich habe nur mal angefangen mit dem normalen Link's Awakening, habe das eigentlich auch nie durchgespielt. Es ist also so Mischmasch aus blind und nicht blind. Auch wenn ich das wahrscheinlich eher so komplett blind spielen werde, weil ich erinnere mich an so gut wie nichts. Außer, dass wir hier nicht in Hyrule sind. Aber das werdet ihr gleich sehen. Wir beginnen jetzt hier das Spiel. Denn ihr habt gesehen, wir wurden an einem Strand angespült und ein Mädchen hat uns gerettet. Nachdem wir einem Unwetter zum Opfer gefallen sind. Ja, ich würde mal sagen, wir starten den Spaß. Jo, ab geht's. Wir träumen offenbar schlecht. Der hat aber eine rote Nase da unten. Glühwein gesoffen oder was? Gott sei Dank. Ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was? Zelda? Nein, ich heiße Marin. Du bist auf der Insel Kokolind. Bist du in Ordnung? Wir antworten nicht, wir springen einfach aus dem Bett mit unserer geilen Mütze und ja. Wer bist denn du? Endlich bist du wieder auf den Beinen, Eve. Heißt übrigens Tarin. Bist du okay? Was? Woher ich deinen Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild. Hier. Yay. Du hast dein Schild wieder. Yay. Halte den Knopf zur Abwehr der Gegner gedrückt. Ihr seht schon, klappt ganz gut. Zu schwer. Mit bloßen Händen wirst du das nicht hochheben können. Okay. Tanzt sie? Moment. Seht mal. Man könnte jetzt, wenn man wollte, irgendwie versuchen, ihren Arsch zu erahnen, oder? Naja. Am Strand unten, dort, wo ich dich gefunden habe, wimmelt es von Monstern. Vielleicht solltest du dich dort mal umschauen? Gehe den Weg entlang nach Süden. Okay, das ist eine wichtige Ingame-Info. Und hier, ja. Oh ja, am Strand lag noch etwas. Ist wohl auch an Land gespült worden. Achte auf die Monster. Sie treiben sich überall herum. Seit du auf der Insel bist, Evil. Toll, jetzt macht mich nicht dafür verantwortlich. Hallo, ein Huhn. Wir können ja aber derzeit nichts machen. Was ist das denn hier? Das ist eine Art Telefonzelle wahrscheinlich. Tut, tut. Ja, hier Ulrira. Frag mich alles, was diese Insel betrifft. Ruf mich an, wenn du mal nicht weiter weißt. Tschüss. Klick. Tut, 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 tut. Ist ganz cool. Finde ich echt, neckisch. Hier können wir nicht weiter in den Süden, also müssen wir jetzt mal gucken. Hier ist ein Laden. Wer bist du denn? Kann man mit dem Hund irgendwie reden? Nein. Und wer bist du? Hey, wenn du das Spiel speichern willst, musst du alle vier Knöpfe auf einmal drücken. Frag mich aber nicht, was das bedeutet. Ich bin nur ein Kind. Ja, also wir müssen hier wirklich, wenn wir wollen, wenn wir speichern wollen oder so, alle vier Knöpfe, also sprich Start, Select, B und A gemeinsam drücken. Sonst geht das nicht. Das hier ist so eine Art Karte. Ja, weiß ich aber auch nicht. Also das ist wie gesagt eine Karte. Und hier können wir unser Inventar einsehen. Und dort sehen wir eben, was wir derzeit ausgerüstet haben. Wir sehen da auch unten mal wieder die berühmt-berüchtigten Herzteile. Wir haben 0 von 4 Stück. Was das unten 0 von 12 ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und wir tragen eine grüne Robe. Ja, das ist also unsere aktuelle Ausrüstung. Hier ist nichts los. Noch ein Laden. Oh, was bist du denn für einer? Es sieht aus, als ob er sich auf dem Bauch rumtrommelt. So China-Trommelmann. Gute. Hol dir etwas vom Regal und bring es zur Kasse.
Kann ich leider nicht, weil wir sehen unten, wir haben leider noch keine Rubine. Ich weiß gar nicht, wie das hier ist, ob das limitiert ist auf 100 oder so. Es gibt ja auch Spiele, wie zum Beispiel, glaube ich, im Minish Cap war das auch so, wo man erst eine größere Brieftasche braucht, weil sonst geht das leider nicht. Osten Urunga-Steppe. Ja, das bringt uns allerdings relativ wenig bis ungefähr mal gar nichts, weil hier kommen wir nicht durch. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo man jetzt hier lang muss. Es scheint, dass du nach dem Abspeichern wieder an der Tür beginnst, durch die du zuletzt gegangen bist. Ich verstehe das auch nicht, aber ich bin auch noch zu klein. Ja, auch eine sehr, sehr interessante Ingame-Info. Auch die wusste ich nicht mehr. Ah. Hier ruht der fliegende Gockel. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an A Link to the Past. Hier war das Haus von Tarin und Marin. Ah ja, hier ist eine Hommage an Mario mit dem Kettenhund. Ach Gottchen. Schöne Kleider, Make-up und Juwelen. Ich liebe dieses Zeug. Und wenn du etwas anderes hast, nur her damit. Okay. Es ist quasi so eine kleine Version von diesem hier Typen hier draußen. Diesem leicht aggressiven, süßen Kettenhündchen da. Ach Gottchen, wer bist du denn? Oh, bonjour. Mein kleiner Struppi sieht mit seiner neuen Frisur so süß aus. Ja. Okay. Ohne Worte. Ja. Braucht man, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Oh, was ist denn hier unten? Ein Ömmchen. Ein Ömmchen. Oh. Ja, ja. Mir geht's gut. Und dir? So spannend war das jetzt nicht. Okay. wie soll ich es sagen? Aber könntest du mich bitte von draußen anrufen? Es scheint, Urira ist sehr schüchtern. Das ist offenbar der Typ, den wir angerufen haben, hier mit dem... Hallo? Ist dort die Pizzeria da, Mario? Nun, ich hätte gerne die 4 mit Schinken, die 9 mit Mais, eine Lasagne und 2 Tiramisu. Wann können Sie kommen? Ah, der hat sich wohl verwählt. Ja, das glaube ich allerdings auch. Aber neckisch eingebaut, hat auch wieder so einen humorvollen Stil auf jeden Fall. Ja, hier ist wieder diese Telefonzelle. Das war dieser Laden, den wir aktuell noch nicht betreten können, weil diese immens dicken Büsche uns da doch tatsächlich den Weg versperren. Da komme ich auch noch nicht lang. Komme ich irgendwo rechts hoch? Ach nein, ich bin von rechts gekommen. Oh Gott, ich muss erst mal gucken hier. Alles erstmal ablaufen. Oh Gott, was haben wir denn hier? Akkording. Hast du schon meine Vierlinge getroffen? Ich bin Papal und glaube, dass ich mich später im Gebirge verirren werde. Suchst du mich dort? Was? Okay, er weiß jetzt schon, dass er sich da verirren wird. Okay. Sie sehen alle gleich aus. Auch ich kann sie manchmal nicht unterscheiden. Mein Sohn fragt zurzeit immer nach der Yoshi-Puppe. Ich sah eine in der Spielhalle. Auch hier wieder eine Hommage an Mario. Was ist denn hier los? Zu schwer, ja, okay. Okay. Da müssen wir später nochmal gucken, aber erstmal will ich einen Weg finden, wie ich nach Süden komme, dahin, wo ich hin will. Weil ich wollte ja zum Strand, also eigentlich jetzt nicht wirklich, aber in-game muss ich das wohl. Verdammt. Ach, kann man hier links weitergehen? Ei. Ist hier oben noch irgendwas? Zauberwald. Schauder. Cool. Aber da kommen wir eh noch nicht durch. Das wird auch hier mit einem gigantischen Busch versperrt. Oh, hier sind noch 2 Kinder. Das scheinen dann wohl die 4 Dinge zu sein. Die Vorzüge der Teleporter. Das Buch lesen? Ja, machen wir mal. Auf Kokolint gibt es einige Teleporter. Um sie benutzen zu können, musst du dich in das Loch fallen lassen. Du landest automatisch an einem anderen Teleporter. Du kannst nur Teleporter benutzen, die du mit deinen eigenen Augen gesehen hast. Okay. Wie man einen Gegenstand aus dem Menü wählt. Das Buch lesen? Ja, das ist also so augenscheinlich eine Art kleines Tutorial.
Wähle den Gegenstand aus dem Untermenü aus und belege damit die Knöpfe A und B. Man kann auch mit anderen Dingen als dem Schwert kämpfen. Finde es heraus. Ja. Automatische Pläne zeichnen und Memo-Buch. Das Buch lesen, aber ja, machen wir. Drücke Select, um die Karte der Insel zu sehen, die der Game Boy automatisch für dich zeichnet. An den schwarzen Stellen dieser Karte warst du noch nicht. Ach echt? Bewege den Cursor und drücke A, um Informationen über die Orte zu erhalten. Auch die Tipps vom Uhu können nochmal gelesen werden. Vom Uhu? Ah ja, stimmt, hier gibt's ein Uhu in dem Spiel. Das Geheimnis der Wirbelklinge. Das Buch lesen, ja. Schon seit Generationen ist die Familie des Helden mit dieser Technik gut vertraut. Drücke den Schwertknopf und halte ihn gedrückt, bis das Schwert zu blinken beginnt. Lass den Knopf los, um dann mit dem Schwert zu wirbeln. Okay. Die Benutzung des Schildes für Fortgeschrittene. Jawohl. Hältst du den Knopf gedrückt, kannst du dich vor gegnerischen Angriffen schützen und manche Monster sogar wegstoßen. Den Schild gibt es auch als Sondermodell Spiegelschild, der vor Strahlen aller Art schützt. Der ist uns bereits bekannt aus A Link to the Past. Ja. Nicht ohne meine Bombe. Das Buch lesen, jawohl. Nachdem du die Bombe hingelegt hast, kannst du sie wieder aufheben, wenn du den Knopf erneut drückst. Um sie jetzt zu werfen, musst du ein weiteres Mal den Knopf drücken. Schon gewusst? Dieses Buch haben wir ja gleich als erstes gelesen, also gehen wir jetzt hier weiter. Kokolint-Karte. Cursor bewegen und A drücken, um die Namen der Orte zu sehen. Möchtest du die Karte sehen? Ja, bitte. Dorfbücherei. Spielhalle. Achso, da gibt es also diese Yoshi-Dings. Toronga-Strand. Da müssen wir offenbar hin. Mal gucken, ob ich es irgendwie schaffen werde, da lang zu kommen. Oder muss ich... Was ist das hier? Durstwüste. Nee, ich muss zum Strand. Richards Villa. Oder Richard, je nachdem. Haus an der Bucht. Ja. Bananenhändler, okay. Ja, ich erinnere mich da ehrlich gesagt nicht mehr so dran. Und hier die dunklen Geheimnisse von Kokolint. Ja, das Buch möchte ich auch legen. Wirklich? Yo. Was ist das? Tja, ohne die magische Lupe wirst du die kleinen Lettern in dem Buch wohl nicht lesen können. Okay, und das hier oben können wir offenbar noch nicht lesen, denke ich mal. Das ist keine Truhe. Was? Das hast du auch gewusst? Na gut. What? Okay. Ich bin etwas irritiert, aber ja. Ich habe gehört, dass du Select drücken kannst, um auf die Karte der Insel zu sehen. Ich weiß auch nicht, wie die das meinen. Oh, wenn alle Herzen fast leer sind, solltest du dich schnell in ein Haus oder eine Höhle begeben. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich bin noch ein Kind. Ja, okay. Trotzdem sehr interessante Info. Wohnpalast rechts lang. Runter geht's hier zum Toronga-Strand. Und da werde ich jetzt auch gleich mal meinen astralgeilen Arsch runterschwingen und los geht's. Muss ich aufpassen, diese Octoroks, die sind immer so am Spucken, glaube ich. Das sind doch die, oder? Mal gucken, wo hier mein Schwert rumliegt. Mal gucken. Oh Gott. Ja, ja, genau. Genau das meine ich nämlich. Vorsicht, Seeigel. Mit dem Schild zur Seite schieben. Ah, wie geil. Ja, wie geil ist das denn bitte? Das geht, das funktioniert und es ist effektiv. Ich werde dann hier mal die Typis hier runterschubsen. Schlubbelubbelub, dub, dub, dub. Lass mich durch. Ich bin Arzt oder so. Okay, jetzt habe ich gerade beide weggeschubst, wie es scheint. Da, mein Schwert, mein Schwert, mein Schwert. Ah, der Uhu. Uhu, Uhu. Es ist also dein Schwert. Du bist demnach auch der Grund, warum die Monster so aufgeregt sind. Die Legende erzählt nämlich von einem jungen Mann, der käme, den Windfisch zu wecken. Er muss ihn nämlich wecken, um diese Insel wieder verlassen zu können. Du solltest nun Richtung Norden in den Zauberwald gehen. Wir sehen uns dort. Alles klar. Und damit haben wir unser Schwert wieder in den Besitz gebracht. Nun hast du dein Schwert gefunden und bist froh, den Namen Evil darauf zu lesen. Wie geil ist das denn? Auf dem Schwert ist offenbar unser Name eingraviert. Wie episch. Kann man das hier nicht irgendwie wegdingsen?
bekommt. Geil! Ha! Damit hätten wir jetzt also unseren ersten Rubin verdient. Oh Mann. Okay, und dann heißt es jetzt für uns, auf geht's zum Zauberwald. Die Teile hier erinnern mich auch enorm an A Link to the Past. Ach ja, da kommen Erinnerungen hoch. Epicness incoming. Es ist so schön, es ist so geil, es ist so episch. Ja, ich hatte Bock auf Zelda. Und ich dachte mir, es ist zwar kein RPG, sondern eher ein, Adventure. Aber ich habe verdammt lange kein Zelda mehr gespielt. Und seitdem ich im Forum mal wieder darüber gelesen hatte, eine Diskussion über das Lieblings-Zelda von manchen Leuten, habe ich mir so gedacht, oh Gott, ich denke, ja, merkt ihr. Was ist das denn? Moment. Ein Götter-Ahorn. Er reduziert die Verletzungen durch die Gegner um die Hälfte. Ja, wie episch ist das denn bitte? Das ist ja geil. Astral geiles Item. Das hier ist gerade so leichte Pokémon-Musik, oder? Finde ich jetzt so? Moment, hier kann man reinfallen. Ein Herzteil! Drücke Select im Untermenü, um die Anzahl festzustellen. Ja, das ist unser erstes Herzteil, das wir gefunden haben. Ja, wie gesagt, es ist da eine Diskussion im Let's Play Forum in Gange, sag ich mal. Und da ging es eben darum, was da so das Lieblings-Zelda ist. Und ja, da habe ich irgendwie total Bock gehabt, mal wieder Zelda zu spielen. Und hier wieder. Uhu, willkommen im Zauberwald. Du wirst diese Insel auf keiner Karte finden. Kein Weg führt zur Außenwelt. Erst wenn der Wind für schwach ist, könntest du die Insel verlassen. Du musst wissen, auf der Insel Kokolind herrschen andere Naturgesetze. Es werden dir viele seltsame Dinge begegnen. Um den Windfisch aufzuwecken, wirst du einiges erleben. Warst du schon am Wurmpalast im Süden der Stadt? Im Wald kannst du den Schlüssel finden, der das Tor öffnet. Der Windfisch sieht übrigens jeden deiner Schritte. Wie kann dieser Fisch das sehen, wenn er am Pennen ist? Oder träumt er quasi von mir? Kann ich total verstehen. Aber wisst ihr was, bevor wir uns darüber Gedanken machen, mache ich hier erstmal einen Cut. Und wenn ihr wissen wollt, wie es hier weitergeht, dann schaut auch im nächsten Part wieder rein. Bis dahin, tschüss!